Wer sich nicht irrt, der lebt verkehrt. In der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus. Also das bringt das nochmal auf die Spitze, wie verrückt der Kapitalismus eigentlich ist. Derjenige, der einen Irrtum mitbringt, hat in allen Sparten der Gesellschaft die größten Chancen. Der Journalist, der sich irrt, und die Parteien für die einzige Quelle der Wahrheit hält, der macht große Karriere, weil er sich nicht mit den Aufsichtsräten anlegt. Der Journalist, der sich irrt und die Werbekunden und deren Produkte für gut und hilfreich für die Bevölkerung hält, der macht die größte Karriere. Ja? Der Unternehmer, der sich irrt und denkt, im Chemielabor hergestellte Nahrungskunstwerke, die in Wirklichkeit der Gesundheit der Weltbevölkerung größten Schaden zufügen, die seien gesundheitlich unbedenklich. Wer diesen Irrtum mitbringt, der wird einfach Marktführer. Der verkauft am meisten, der macht die größten Profite. Also leider in der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, gilt das Gegenteil. Wer sich nicht irrt, der lebt richtig. Aber in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus, ist es wirklich so auf die Spitze getrieben. Wer sich nicht irrt, der lebt verkehrt im Kapitalismus. Denn der sich irrt, bleibt straffrei, kann die ganze Menschheit vergiften, kann auf Grundlage dessen riesige Profite machen und bleibt straffrei, weil wir können niemanden verurteilen, der sich einfach nur irrt und seine Irrtümer glaubt. Ja, so viel zu diesem Thema.